So, da sind wir bei dem Haus der Dursleys. McGonagall. Ich liebe McGonagall, meine Lieblingsprofessorin in Harry Potter. Gefühlt war das halt wirklich so im Film. Ja, Harry Potter und der Stein der Weißen. Der erste Harry Potter Film kam 2001 in die Kinos. Die sind nicht diese klassischen Weihnachtsfilme, aber die kann man sich einfach geben in der Zeit. Gerade wenn es kalt ist und es regnet, kann man sich mega Tee machen, was zum Essen bereit machen, auf die Couch, Decke drüber und dann Harry Potter und der Stein der Weißen gucken. Also die Trolle, die waren echt anders. Gefühlt war das aber wirklich so, wo sie da die Kammer von Harry Potter aufgeschlossen haben. Bei der Bank. Jesus, wie viel Gold da drin war. Die Zwillinge. Fred und George. Und Ron. Und Molly. Mega. Ah, Draco. Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff und Slytherin. Was ist denn mit dem? Oh, Hermine. Warum sieht der Troll aus wie Hitler? Ja, und jetzt? Ach so. Ah. Und zack, weg ist er. Ah. Ja, komm. Also jetzt wird's lächerlich. Jedem ist klar, wer da drin war. Und wer jetzt Namen nicht genannt werden darf. Jetzt beginnt das Finale. Endlich. Das war mies. Oh. So, und damit ist
Der Stein der Weisen fertig und wir sehen uns in Harry Potter 2, die Kammer des Schreckens.